Geistheilung. Geistheilung bedeutet Heilung durch die Kraft des Geistes, durch die Kraft der Gedanken oder auch Heilung durch die Kraft des Geistes Gottes. Geistheilung ist eine Form, man könnte sagen, der Adjuvantentherapie, also etwas, was man zusätzlich zur schulmedizinischen Behandlung macht. Man sollte nicht als Geistheiler den Klienten sagen, er möge die schulmedizinische Behandlung abbrechen. Geistheilung kann unterstützend wirken. Geistheilung praktiziert aber jeder bewusst oder unbewusst. Zum Beispiel Eltern. Wenn dein Kind krank ist, dann nimmst du es in den Arm, du tröstest es, legst vielleicht die Hand darauf, sagst vielleicht irgendein Heillied, Kinderlied, da gibt es ja so einige, und sagst dann, morgen ist alles wieder gut. Du könntest sagen, das ist natürlich Heilen mit Liebe, es ist Heilen auch durch Placebo-Effekt, aber auch die Kraft deiner Gedanken überträgst du, Geistheilung. Oder es gibt Fürbittengebet, wo du für einen bestimmten Menschen betest. Und im Yoga gibt es zum Beispiel das Om Trayambakam Mantra, das wir gerne wiederholen für Menschen, die erkrankt sind. Und wir haben schon einige Wunderheilungen erlebt von Menschen, die Krebs hatten und die dann gebeten haben, dass wir das Om Trayambakam wiederholen. Und dann eine Woche, das war eine Woche, bevor die Operation angekündigt war. Und dann vor der Operation wurden noch mal ein paar Untersuchungen gemacht und der Tumor war verschwunden. Passiert nicht immer, aber wir kennen solche Phänomene. Geistheilung ist etwas Reales und es existiert. Und du kannst natürlich auch Geistheilung auf verschiedene Weisen üben. Du kannst zum einen Zuversicht ausstrahlen, du kannst Mantra wiederholen, du kannst beten, du kannst Affirmationen innerlich sagen, Liebe, Liebe. Dann stellst du dir den Menschen vor, sagst seinen Namen, ich schicke dir Licht und Liebe. Möge es dir gut gehen, mögest du wieder ganz gesund sein. Solche oder ähnliche Affirmationen kannst du wiederholen. Dann kannst du dir vorstellen, dass Licht vom Kosmischen zu diesem Menschen geht. Oder du kannst dir vorstellen, dass Licht in dich hineinströmt und zu diesem Menschen geht. Oder du kannst dir Gott vorstellen und Gott bitten, dass von seiner Hand oder von seinem Lichtfeld Energie zu diesem Menschen geht. Du kannst dir einen Meister, eine Meisterin vorstellen und darum bitten, dass dieser Meister die Kraft seines Geistes nutzt, um den Menschen zu heilen. Manchmal bei der Geistheilung rufen Menschen auch ein Engelswesen oder ein höheres Lichtwesen an und bitten dieses Lichtwesen, diesem Menschen zu helfen. Manchmal wird unterschieden zwischen Geistheilung und Prana-Heilung und wird gesagt, Geistheilung, dort arbeitest du mit dem reinen Geist und du richtest dich vielleicht auch an Engelswesen oder heilst mit dem Geist Gottes. Währenddessen bei Prana-Heilung, Energieheilung, dort arbeitest du mit Energien, vielleicht auch mit Prana-Heilung, Reiki und vielem anderen, wo du diese Heilung übst. Massage ist auch eine Form der Energieheilung. Aber letztlich hängt alles mit allem zusammen. Auch jeder Arzt, der irgendwo wirklich einen Wunsch hat, dem Patienten zu helfen, macht Geistheilung damit. Und jede Mutter macht Geistheilung, jede Partner, Partnerin macht Geistheilung, ein Yogalehrer macht auch Geistheilung und so weiter. Gute Wünsche und Lichtgedanken sind eine Form von Geistheilung. Du kannst aber diese Fähigkeit zur Geistheilung weiter ausbauen. So gibt es auch bei Yoga Vidya zum Beispiel Heilerausbildungen, wo du lernst, wie du die Kraft deines Geistes nutzen kannst, um anderen Heilenergie zu schicken. Wir haben auch Prana-Heiler-Ausbildungen oder wir haben auch Energiearbeit-Ausbildungen und so weiter. Also es gibt vieles, wo du es lernen kannst. Und natürlich gibt es die nicht nur bei Yoga Vidya. Aber nochmal der Hinweis, Geistheilung kann nicht die medizinische Behandlung ersetzen, kann sie aber sinnvoll ergänzen. Alle Informationen über Seminare und Ausbildungen zum Thema Heiler und Heilung auf unseren Internetseiten
www.yoga-vidya.de/seminar.